Dritte Welt ist also eine sogenannte Schnee- oder Eiswelt. Wow, da bin ich echt gespannt. Und ihr könnt auch sehr gespannt sein in dieser Folge, weil in dieser Folge werde ich noch ein wenig über meinen YouTube-Kanal und am besten über Mario Maker 2 diskutieren. Also einfach schon ein paar kleine Infos, was euch da vielleicht noch erwarten wird. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch neu auf meinem YouTube-Kanal ist und den das vielleicht auch noch interessieren könnte. Weil ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass ich auf YouTube nicht nur Mario Maker 2 bringe, sondern auch ein bisschen gemischter Content. Das heißt, alles eigentlich rund um Nintendo, wie zum Beispiel auch Mario Party 10 jetzt, das auch gerade am Laufen ist. Das von früher eigentlich. Und das Livestream Mario Party Superstars. Und zurück zu diesem Level. Wir sind jetzt hier gerade schon in einem Bonusraum. Der Creator hier, der Baumeister, der baut eigentlich sehr, sehr gerne Bonuslevel. Und der Style, den man hier jetzt wieder ein bisschen erlebt, das erinnert einen wieder ein bisschen so an die erste, also an das erste Level. Und bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich mit meinem Gameplay. Ich habe zwei unterschiedliche Gameplay-Arten, finde ich. Es gibt einige, die kennen mich so ein bisschen als gechillter Spieler, einige kennen mich aus Super Mario Bros. Wonder, wo ich auch sehr schwierige Level auch schon gemeistert habe. Aber ich denke, wenn jemand sich da Mühe gibt für ein Level, dann renne ich da jetzt nicht irgendwie schnell durch und hole mir einen Weltrekord oder sonst was. Da schaue ich mir das Ganze sehr gerne an. Eigentlich auch ähnlich wie im Livestream, wo ich ja auch ein bisschen eure Level getestet habe, was angeschaut habe und mit der Community bewertet habe. Mhm. Ja, oh, der war fies am Schluss. Der war fies am Schluss. Okay, haben wir abgeschlossen, gehen wir weiter. So. Und so vorweg noch, ich hasse übrigens auch Ladesequenzen. Also Ladesequenzen, die einfach unnötig im Spiel zu sehen sind. Die einfach am besten vom Gameplay was wegnehmen. Also da könnt ihr schon darauf einstellen, dass ich das Größte dann wegnehme. Also das zeige ich hier natürlich, falls jemand das Level selbst spielen möchte. Oder den Namen wissen möchte. Aber es gibt auch Spiele, wo ziemlich lange Ladezeiten haben, aber Startladezeiten haben, das braucht man ja eigentlich nicht. Wir haben ein Buhu-Schloss. Das wäre was von Sandra, die liebt auch die kleinen Dinge da. Die kleinen Geisterchen. Also ich muss sagen, als ich noch ein bisschen jünger war, hatte ich schon ein bisschen Panik von diesen Geisterschlössern. Also kein Trauma oder so, aber ich habe mich eigentlich nie groß gefreut, da reinzugehen. Mhm. Hört mal die Musik an, hey, richtig krass. Oh shit. Die Musik ist so krass, dass irgendwie, glaube ich, mir ein Geist gerade in den Fuß gebissen hat. Ja, und größer sind sie auch noch, ne? Ist noch nichts versteckt. Wahrscheinlich ist es für tatsächlich in einem Bonusraum. Dima hat doch sicherlich hier ein Secret versteckt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, seht ihr da oben? Also irgendwo ist so eine Dings, eine Ranke, wo es sicherlich nach oben geht. Aber ich lasse es jetzt mal sein. Also ich brauche es unbedingt. So. Dann. So eine gruselige Musik. Mhm. Wow. Ja, wow, alle Achtung. Feuer. Ball. Ja, da habe ich mich gut gerettet. Könnte man doch auch so durch. Richtiger Ausweichkünstler. Ja, da oben kann man aussuchen, was man gerne möchte. Aber ich glaube, ich lasse das mal so sein. Ja. Okay. Oh, P-Switch. Ja. Für die Tür wahrscheinlich hier, ne? Geheimer Gang. Ja, da oben, aber da komme ich. Hey! Okay, da komme ich so nach oben. So ein kleiner, aber feiner Geheimraum. Jawohl. Richtiges Exit auch noch gefunden, also Ausgang. Hat gut geklappt. Cooles Geisterhaus gewesen. Ich muss aber hier was Kleines loswerden. Mir ist einfach jetzt im Verlauf der ersten zwei Level was aufgefallen, dass sich der Levelstil und der Schwierigkeitsgrad nicht so groß verändert hat. Also es ist konstant geblieben. Es gibt ja einige Baumeister, die hauen den Schwierigkeitsgrad nach oben, sodass es schwieriger und schwieriger wird.
Und dass man dann immer wieder ein bisschen mehr versuchen muss. Und so von der Optik her, da ist es ein bisschen gleich geblieben. So ein bisschen so der Levelaufbau. Die Level sind nicht besonders lange, sind mehr so ein bisschen so kurze Level. Also ich meine, jeder hat hier so ein bisschen so unterschiedliche Geschmäcker oder so ein bisschen so die Level, die er ja auch gerne spielen mag, ne? Das heißt, man braucht nicht so mega lange, bis man da durch ist. Und das Ganze ist ja hier im Super Mario World Thema gehalten, ne? Wir haben kein anderes Thema dabei. Hat es sich schön daran auch gehalten. Ich weiß nicht, was ich den P-Switch brauche, aber vielleicht ist irgendwo was hier versteckt, eine Tür oder so. Ja. Nein. Ich nehme sie mit ins Ziel wahrscheinlich hier. Ja, irgendwo wäre da noch die Tür versteckt gewesen. Aber ich weiß nicht wo. Ich lasse es, glaube ich, jetzt mal sein. Ich spiele hier nicht im endlosen Modus, von dem her spielt es ja nicht so eine Runde Rolle wegen des One-Ups oder so, oder den Coin, wo ich da bekomme. Und weiter geht's. Und ja, bei mir auf YouTube, wie schon gesagt, habe ich ja viel Nintendo-Content, habe ich ja vorher kurz angekündigt. So, da geht's auch noch schnell rein. Galere. Und eben mit Level Content, da beginnen die Livestreams jetzt bei mir ab dem Donnerstag. Das ist ein Mario Kart Turnier geplant. Am Freitag eigentlich ein Mario Party Superstars Livestream. Am Samstag ein cooles Mario Kart Turnier. Und am Sonntag eigentlich Mario Maker 2, eure Level. Ich habe gemerkt, am Sonntag haben viele eigentlich Zeit für Mario Maker und versuche das auch ein bisschen einzuhalten. Wenn das natürlich dann irgendwann mal später nicht klappen würde oder so, dann liegt es meistens auch daran, dass vielleicht ich im Real Life irgendwas ein bisschen zu tun habe oder allgemein mit einem laufenden Let's Play ein bisschen vorwärts machen möchte. Wow. Ja. Oh, das war ja mega knapp. Das war ja mega knapp. Ich muss irgendwie zu der Blume hier nach oben. So, ist aber noch tricky platziert gewesen. Ja, und da schießt sogar auch noch nach oben. Ja. Und er kommt auch noch nach oben. Hey, hallo. Jetzt aber. Ja. Heftig, heftig. Soll ich nach unten kommen? Was läuft hier? Hey. Ah, du möchtest nach oben, ne? Ja. Komm ich halt nach unten. So. Machen wir das doch so, oder? Irgendwo ist noch die Tür versteckt. Der ist da oben. Der ist aber noch cool gemacht. Ein bisschen weiter oben anstelle weiter unten. So. Oh, zum guten Glück ging es da rein. Mhm. Und wir kommen zum Ziel. Jawohl. Und Mario Maker 2 und Mario Party 10 sind eigentlich so zwei Nebenprojekte bei mir jetzt auch gerade am Laufen. Und Mario Odyssey ist eigentlich so ein bisschen so mein Hauptprojekt gerade. Also was das Let's Play angeht. Und es kann halt sein, dass dann auch im Februar, März oder April, weiß nicht wann, vielleicht irgendein anderes Spiel rauskommen wird von Nintendo. Und dann widme ich natürlich dem Spiel meine volle Aufmerksamkeit. Kann es natürlich sein, dass bei Mario Maker 2 oder halt Mario Party 10, je nachdem wo ich gerade bin, ein bisschen pausiert wird. Also ein bisschen, das heißt jetzt nicht irgendwie 2-3 Monate oder weiß nicht was, aber einfach so, dass ich da mit dem Hauptspiel oder wo da neu erschienen ist von Nintendo ein bisschen vorwärts komme. Ich meine, es ist auch normal, die meisten Leute suchen nach dem Neuesten dann. Da muss man halt schauen, dass das Hauptspiel oder neu erschienen ist, auch veröffentlicht und nachher auch wird. Also nur das generelle Info auch für euch, nicht, dass ihr dann nachher so denkt, hey, wieso kommt das oder das dann nachher nicht mehr? Ja, was ist denn mit dem los gewesen? Der hing dort irgendwie auf dem Laufband fest. So, schon wieder du. Immer dasselbe da unten, immer dasselbe. Ja, ich möchte da am besten hier so tanzen, ja. Let's dance, ja. Wow. Okay, der ging jetzt mega schnell down. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da hat am besten viel Feuer abbekommen, würde ich mal sagen. So. Mhm. Cool. Sogar ein One-Up noch bekommen. Schloss hätten wir abgeschlossen. Und wohin fliegen wir? Es wird übrigens dann auch sein, dass wenn die letzte Welt hier zu Ende ist, also dann Welt 8,
werde ich dann nachher schauen, wer dann noch Interesse hat, dass ich seine Superwette nachher spielen werde, weil ich habe ja auch schon im letzten Video habe ich da schon 2 Kommentare bekommen und werde dann nachher mal nachfragen, was dann nachher noch aussieht. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss zusammen.